schön, dass ihr wieder reinschaut. Ja, willkommen bei der zweiten Folge von Was bisher geschah. Ich habe mir für das zweite Video einen recht aktuellen Titel rausgesucht, und zwar Vampyria 1, den ich auch erst kürzlich gelesen habe. Hof der Finsternis. Band 2 ist auch schon draußen und Band 3 erscheint bald oder ist jetzt gerade erschienen. Deswegen dachte ich, vielleicht wäre das hier auch etwas. Es kann ja trotzdem sein, dass bei euch etwas längere Zeit zwischen dem Lesen ist, aus welchen Gründen auch immer. Deswegen auch hierzu so eine kleine Rückblende, was in Band 1 passiert ist, weil ich das auch hier sehr, sehr spannend finde, was die Welt und was das Politische angeht. Und vielleicht hat man dazwischendurch auch nochmal den Bedarf, nochmal das ein oder andere aufzufrischen. Ich finde gerade bei Fantasy, wo es sehr politisch und strategisch hergeht, finde ich es immer gut, wenn man zwischendurch nochmal sich ein paar Punkte klar macht, um dem Verlauf der Geschichte auch gut folgen zu können. Genau. Wir sind in diesem Buch im Jahre 299 nach der Finsternis. Am 31.08. geht die Geschichte los. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so besonders wichtig. Und in der Einstiegsszene ins Buch sind wir quasi mit Jan und ihrer Familie beim Abendbrot. Und plötzlich werden sie überfallen und die Inquisition sucht ihre Eltern, und Jan findet raus oder erfährt als letzte in ihrer Familie, ihre beiden Brüder wussten über alles Bescheid, dass ihre Eltern dem Widerstand angehören. Ihr Vater ist Apotheker und es gibt im Keller ein kleines Labor, und einer ihrer Brüder erzählt ihr dann, dass durch dieses Labor eine Geheimtür ist und dass man dort in ein verstecktes Labor kommt, wo Experimente für den Widerstand durchgeführt werden. Wir bekommen mit, was in der Geschichte noch sehr, sehr wichtig wird, das müssen wir uns auf jeden Fall merken, dass Jan weißes Haar hat. Das hat kein anderer in ihrer Familie. Nur Jan hat diese silbrigen Haare. Die schimmern silber wie der Mondschein. Ist eigentlich ganz schön beschrieben. Genau, und wir bekommen die Charaktere so ein bisschen beschrieben, also die Charaktereigenschaften der Brüder, denn hier wird ein kurzer Lenk auf die Vier-Säfte-Lehre gemacht, und da wurde halt beschrieben, zu welchem Körpersaft welcher Bruder einzuordnen ist, und auch sie selbst hat sich einkategorisiert. Ich finde das ganz spannend, ich mag das, das ist ja sowas, was auch noch aus dem Mittelalter irgendwie stammt, mit dieser Säfte Lehre und an was für Sachen die Menschen damals geglaubt haben. Ich finde das sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall kommt es dann so, dass Jan mit einem ihrer Brüder flüchten kann, und sie flüchten zu seiner Geliebten. Und in diesem Haushalt geht es dann rasant weiter. Auf dem Weg dorthin sehen sie noch eine Vampirkutsche. Und bei der Geliebten ist es dann so, dass Jan die beiden an ihrem Vater verraten hat und der Vater kurzen Prozess machen möchte und das leider mit ihrem Bruder auch schafft. Aber Jan kann sich wehren, nimmt Jan, so hier heißt die Perle des Bruders, als Geisel kurzfristig und bedroht sie mit dem Messer, schubst die dann in den Degen des Vaters, sie stirbt dann, und dann stürzt sich Jan in der Zeit auf den Vater, genau. Also sie überwältigt dort beide, und der Vampir, den wir in der Kutsche vorher gesehen haben, der findet sich dann in diesem Haus ein, sieht das Gemetzel, was da passiert ist, und nimmt Jan mit an den Hof des Königs. Und jetzt wird es spannend, denn das ist kein geringerer als Ludwig der Sonnenkönig. Genau, und dann bekommen wir quasi in diesem ersten Abschnitt dann mit, wie sie mit der Kutsche auf dem Weg dorthin sind. Also ich werde jetzt mal bis Seite 78 das Ganze hier so ein bisschen zusammenfassen. Okay.
Wir bekommen nach dieser Kampfszene, als der Vampir dann mit ins Zimmer kommt, mit, dass wir es mit Vampiren zu tun haben, die kein Spiegelbild haben, die sich nicht in der Sonne aufhalten können, die Blut brauchen, um sich zu ernähren und dass es in dieser Welt aber so ist, dass die Vampire nicht jagen müssen, sondern das ist alles vom König geregelt. Es gibt einen Blutsold und am jeden 10. des Monats ist jeder menschliche Bürger verpflichtet, Blut abzugeben. Und damit werden dann die Vampire versorgt. Knoblauch und Silber stellen auch eine Gefahr dar für die Vampire. Finde ich auch sehr spannend im Hinblick auf ihre Haarfarbe. Weiß ich nicht, vielleicht könnte das noch relevant werden. Und wenn Vampire Menschen verwandeln, dann nennt man das Aufsteigen. Dieser Vampir, das ist vielleicht auch noch wichtig, der heißt Alexandre de Montage und der ist ein Vicomte von Clermont und er hält sie dann für Diane, also nicht für Jeanne, sondern für die ermordete Tochter des Baronen und nennt sie dann auch Diane und stellt sie auch als Diane de Gestriche, Diane de Gestriche, glaube ich irgendwie, dann in dieser Schule vor. Denn es ist so, genau, dann erfahren wir hier in diesem Abschnitt noch, dass es zwei Wege gibt, Vampire zu töten. Entweder, wie man das kennt, das Herz muss mit einem Holzpfahl durchbohrt werden und danach muss der Vampir geköpft werden. Oder man muss dem Vampir dem Sonnenlicht aussetzen, bis er verbrennt. Das sind die zwei Wege, die es gibt. Genau, der König, da haben wir ja schon gesagt, das ist Ludwig der 14. Das finde ich auch so ein bisschen paradox, weil er ist der Herr der Finsternis. Und man munkelt oder man erzählt sich hinter vorgehaltener Hand, dass der König hinter seiner Maske, er trägt eine goldene Maske, noch nie gelächelt hat. Dann bekommen wir hier noch mit, dass die Raben die Vögel der Vampire sind. Finde ich auch mega cool. Und diese Raben werden auch eingesetzt als Boten und machen Dienstwege für Vampire. Ja, und dann erfahren wir halt noch den Namen Diane de Gastefriche. So wird sich Jeanne ab sofort nennen, denn der Vampir hält sie für Diane, also die getötete Diane, die Tochter des Baronen. Also das ist ein bisschen verwirrend, weil Diane und Jeanne hören sich auch noch sehr ähnlich an. Genau, aber ab sofort nimmt sie die Identität von Diane an. So, jetzt würde ich spoilern bis Kapitel 162. Wir bekommen hier als erstes mal mit, dass Jeannes Mutter ein kleines Medaillon immer mit sich getragen hat und darauf ist ein kleines Ziffernblatt, aber die Zeiger bewegen sich seit dem Kampf im Elternhaus nicht mehr. Jeanne hat die Uhr mitgenommen und trägt sie jetzt immer bei sich und sie ist genau am Zeitpunkt des Todes der Mutter um 7.38 Uhr stehen geblieben. Auf der Rückseite des Deckels steht für ein Leben in Freiheit und in dem Gehäuse liegt eine silberne Locke. Und Jeanne geht davon aus, dass diese Locke eine Haarsträhne von ihr ist, denn in ihrer Familie gibt es nur sie mit diesen weißen Haaren. Genau. Dann erfahren wir, dass Diane oder Jeanne jetzt gar nicht mit zu dem König genommen werden darf, denn es ist so, dass die Jugendlichen erstmal die königliche Schule durchlaufen müssen, ehe sie an Hofe durch einen Debütantenball eingeführt werden dürfen. Das heißt, jedes Jahr kommen Töchter und Söhne der angesehensten Familien auf dieses Internat, bevor sie dann offiziell am Hof
debütieren können. Dabei gilt noch, dass die Besten unter ihnen die Chance haben, den König als Reiterinnen und Reiter persönlich zu dienen. Das ist etwas, was sich jeder so als Ziel genommen hat, denn dadurch steigt man ganz enorm in der Gunst des Königs. Und dazu findet jedes Jahr am 31.10., das ist die Geburtsnacht der Verwandlung des Königs, ein Ritual statt, wo der König dann zwei auswählt, mit denen er den Schluck teilt. Genau. Alexandre ist ein sehr lustiger Kerl irgendwie. Ich fand diesen Roadtrip in der Kutsche irgendwie sehr amüsant. Und der sagt zwischendurch sehr viele Dinge zum Nachdenken. Also der redet auch ziemlich viel unwichtiges Zeug über Mode und keine Ahnung. Also man muss da schon sehr viel Wert auch auf sein Äußeres legen, wenn man zum Hof des Königs möchte. Aber er sagt auch hin und wieder mal so schöne Sachen. Und unter anderem hat er gesagt, ich träume von einer Welt, in der Vampire kein Menschenblut mehr als Nahrung brauchen. Der hat manchmal so, wenn man so als aus Vampirsicht an die Sache rangeht, hat er manchmal so, ja, so tiefgründige Momente, wo man sich so denkt, was rührt denn da in dem? Was ist denn da los? Ne? Dann ist er aber sehr hart auch in dem, was er tut. Aber er weiß ja nicht, dass das Jeans Familie ist, die sie jetzt da umgebracht haben. Und er trinkt dann aus einer Fiole Blut der Aufständischen. Und das ist dann halt Jeans Mutter. Und das ist natürlich eine ganz schreckliche Szene für Jean, die dem Ganzen dann da gegenüber sitzt und das beobachten muss. Aber er sagt etwas, und zwar, dass die Aufständische vor 2 Stunden noch gelebt hat. Das würde bedeuten, dass Jeans Mutter bei diesem Überfall gar nicht ums Leben gekommen ist. Dann hat er die Köpfe der Familie als Trophäe für den König mitgenommen, denn er ist irgendwie in Ungnade bei dem König gefallen. Also er ist auch eine Zeit lang vom Hofe ausgeschlossen worden, darf jetzt zum ersten Mal wieder mit an den Hof und bringt quasi dem König ein Geschenk mit, um in der Gunst wieder aufzusteigen. Dann muss Jean früher aus der Kutsche raus, denn wie gesagt, sie muss in dieses Internat und das wird auch genannt der große Marstall. Und sie muss dann ab sofort dort zur Schule gehen und Alexandre fährt durch ein großes Tor in einer großen Mauer und fährt direkt zum Königshof. Genau, dort trennen sich dann ihre Wege. Vorher stellt er sie aber noch Madame Therese vor. Das ist die Vorsteherin des Mädchenpensionats und die ist auch die, die sich da so um alles kümmert und so alle Fäden, alle Stricke in den Händen zieht. Ja, der Direktor des Ganzen, und der wird nicht nur Direktor, sondern auch Großstallmeister Frankreichs genannt, ist Raymond de Montfaucon. Dann haben wir noch Naoko. Naoko ist einem direkt so sympathisch. Man merkt direkt, die beiden haben irgendwie eine Basis und sie kümmert sich dann auch so ein bisschen um Diane und führt sie überall rum, zeigt ihr alles, erklärt ihr die Abläufe und sie wird noch zu einer wichtigen Wegbegleiterin. Dann haben wir noch Madame de Chantilly. Das ist auch ganz lustig. Die ist nämlich die Lehrerin für die höfische Redekunst und da bekommen wir dann direkt eine Szene mit, dass man sich auch, wenn man nicht gerade dieses Unterrichtsfach besucht, dass man immer darauf bedacht sein muss, wie man spricht. Also das wird immer beobachtet, das wird immer bewertet und immer benotet und man kann durch falsche Worte und falsches Verhalten ausgeschlossen werden. Dann haben wir noch 2 Mädels, die wir kennenlernen, und zwar Helenais. Und die wird immer nur Helen dann genannt und Poppy für Prosperina. Und die beiden sind Rivalinnen, weil die stammen so aus den 2 obersten Familien, die schon Ewigkeiten im Clinch zusammenstehen. Dann bekommen wir durch ein intensiveres Gespräch mit Naoko erklärt, was der Schluck des Königs ist. Da haben wir ja eben kurz gelesen, das ist dieses Ritual, bei dem der König sich 2 Schüler oder Schülerinnen aussucht. Und bei diesem Schluck
ist es dann so, dass dieses einzigartige Band mit einem Schluck des königlichen Blutes besiegelt wird. Wenn man in diese Garde gewählt wird, dann ist man persönlich für den Schutz des Königs zuständig und wacht nicht nur nachts an seiner Seite, wenn der König wach ist, er ist ja ein Vampir, sondern auch tagsüber, wenn er in seinem Sarg schläft. Und nach ein paar Jahren des Dienstes, werden sie dann entweder im eigenen Land oder im Ausland ausgesandt, um die Augen und Ohren für den König offen zu halten. Also sie werden dann ausgeschickt, um andere Königshäuser auszuspionieren und berichten dem König halt. Und der ist dann über die Geschehnisse aus der ganzen Welt durch bestes ausgebildetes Personal informiert. Auch clever gemacht, ne? Genau, dann hat Jan eine berechtigte Frage. Sie sagt, ja, wie werden die denn dann, also wird man denn dann zum Vampir verwandelt? Weil man trinkt ja dann das Blut vom König. Aber das Ganze nennen die Transmutation, wenn man wirklich verwandelt wird. Und das ist immer nur dann, wenn ein mächtiger Vampir einem Sterblichen einen Großteil seines Blutes einflößt und vorher muss er von seinem eigenen Blut entleert worden sein. Also das heißt, er muss zuerst mal ausgesaugt werden und danach das Vampirblut trinken. Dann verwandelt man sich in einen Vampir. Bei diesem Schluck ist es halt nur ein ganz, ganz kleiner Schluck und ja auch nur einseitig. Deswegen passiert da nichts. Es ist aber so, dass durch diesen Schluck die Fähigkeiten andere werden. Also man bekommt schon Kräfte und die Fähigkeiten werden verstärkt. Und deswegen wird bei diesem Ritual jedes Jahr am 31.10. wird die königliche Leibgarde auch nochmal aufgefrischt. Also die bekommen dann jedes Jahr einen Schluck zu trinken, damit die einfach die Stärke haben, den König zu beschützen. Ganz spannend fand ich noch, dass nicht jeder Vampir wahllos Vampire erschaffen darf. Das ist streng begrenzt, die Anzahl, die an Vampiren existieren darf. Und das auch nur im Einverständnis mit der hämatischen Fakultät. Also, dass man da jetzt einfach auf Beutezug geht, das gibt's nicht. Ne? Das ist verboten. Dann bekommen wir so eine Szene am Tisch mit. Und das ist so ein Schlagabtausch, wo die beiden halt sehr darauf bedacht sind, was sie sagen. Da kommt Diane in den Schlagabtausch mit Helen. Und die hat das so gemein eingefädelt, dass sie einen Kopf einer toten Maus in Dians Suppe geschmuggelt hat und somit ja entrüstet Dian sich komplett und schreit auf und ist total geschockt und wird dann dem Großstallmeister vorgeführt. Vor dieser Szene haben wir noch ein paar Bekanntschaften und zwar lernen wir Tristan de la Rancière kennen. Ein blonder Junge mit einer langen Narbe im Gesicht, der aber irgendwie bereits schon zum Ritter geschlagen ist. Also der muss schon irgendwas Tolles gemacht haben. Und wir lernen kennen Raphael de Montesueño, ein bleicher Gothic-Junge, so habe ich ihn mir vorgestellt, der sehr, sehr still ist und zurückgezogen am Tisch sitzt, der ihr aber hilft und auch schon eine nette Unterhaltung mit ihr dort hat. Dann ist es so, dass der Großstallmeister sie dann nach diesem Fauxpas ins Kloster verbannt. Da ist sie jetzt nicht so froh mit und sie wird da auch eingeschlossen und hat nur so ein kleines Zimmer, bekommt auch andere Sachen zum Anziehen. Und für sie ist klar, dass da kann sie nicht bleiben. Sie schmiedet einen Plan, sie will Alexandre töten, sie spitzt aus dem Stuhl, der in ihrem Zimmer steht, spitzt sie ein Stuhlbein an, um diesen als Pfahl zu benutzen, bindet sich das Ganze mit Kleiderresten an den Körper, auch ihr Messer, und zieht dann ihr Gewand wieder drüber und macht sich auf dem Weg zum Königshof und klettert aus dem Fenster und dann kommt eine sehr rasante Flucht über die Dächer. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt oder man fragt sich jetzt so, warum will sie jetzt eigentlich Alexandre töten? Also die war schon, das habe ich eben, glaube ich, nicht deutlich genug rausgestellt, die ist schon sehr, sehr schockiert gewesen über diese Szene. Zuerst dieses Trinken vom Blut der Mutter und dann die Köpfe ihrer Familie mit an Bord zu wissen. Da ist schon ganz schöner Hass entstanden. Also das kann man
in dieser Szene hier sehr, sehr gut nachempfinden, warum sie das möchte. Bei dieser Flucht über die Dächer rutscht sie dann ungünstig ab, weil plötzlich kommt ein riesiger Regenschwall, wie das dann so ist, wenn man gerade über Dächer flüchtet. Und dann wird sie gerettet von einer Hand mit langen olivfarbenen Fingern, die mit Nähten besetzt ist. Das ist, oh, das wird ganz... ja, gothic-mäßig erklärt. Ja, und der holt sie dann mit unter die Schule in so einem Keller, in so einem Kellerraum. Und dort liegen die Leichensäcke mit den Leichen ihrer Familie. Dann geht's weiter. Jetzt spoiler ich bis Seite 247. Sie flieht dann von da, schafft es da zu fliehen und ist wieder auf der Straße und wird von den Wachen, von den Schweizer Gardisten für eine Bettlerin gehalten. Und die bringen sie dann zur nächtlichen königlichen Jagd. Und das ist auch so was Seltsames. Da werden dann so Zivilisten und vielleicht auch Straftäter und Leute, die man nicht vermisst, in den Garten des Königs eingeschlossen in einem Labyrinth und müssen versuchen zu überleben. Und der jagt die dann und andere Vampire auch. Also das sind auch noch andere Vampire. Ganz gruselig. Der Schweizer Gardist will sie auf jeden Fall vorher noch vergewaltigen und versucht Hand an sie zu legen. Während er dann dabei ist, ihr das Gewand hochzuschieben, bemerkt er den Pfahl, schmeißt ihn aufs Feuer. Somit ist der Pfahl schon mal weg und sie ersticht ihn dann mit dem Messer und lässt ihn da liegen und läuft los und läuft in diese Gärten und verirrt sich dann dort auch und bekommt dann aber ein Gespräch mit. Und zwar spricht Monsieur de Millac. Und da erfahren wir, dass seit Jahrhunderten die Pax Vampyria nicht mehr so stark bedroht wurde wie jetzt gerade. Und dass jeden Tag die Gefahr für einen Krieg gegen England weiter und weiter steigt. Es ist sehr, sehr brenzlig, diese Lage. Und unsere Gesprächspartnerin hier ist die Prinzessin des Ursinns. Das ist nämlich die Außenministerin. Genau, und der Gegenpart ist Essiel de Mellac. Und der ist der grausame Kriegsminister. Diese beiden kennt Dian oder Gian auch aus Zeitungen. Und er ist Herr über die Soldaten und Dragoner. Dann bekommen wir noch mit, dass Frankreich eine ziemlich starke Streitmacht an Land hat, aber ziemliche Schwächen auf See. Also sollte es irgendwie zu einer Bedrohung auf See kommen, haben die keine Schnitte gegen die Engländer. Und dann diskutieren sie noch darüber, weil der Durst der Unsterblichen immer mehr und mehr und mehr wird, ob es vielleicht eine Möglichkeit wäre, den Blutzehnt zu verdoppeln, der am 10. jedes Monats fällig wird. Genau, dann werden die beiden leider auf Jeanne aufmerksam und sie gerät in große Gefahr. Sie will dann fliehen und die beiden laufen hinter ihr her. Es kommt dann zu so einer Verfolgungsjagd. Und dann kommen zuerst Alexandre dazu, dem sie dann in die Arme läuft. Und dann kommt auch der König dazu. Und Jeanne behauptet dann in dieser misslichen Lage, in der sie sich befindet, wo sie fast überhaupt gar keine Chance mehr hat, irgendwas zu tun, behauptet dann, dass sie aus Liebe auf dem Weg zu Alexandre war, weil sie ihn so sehr vermisst, dass sie es in der Schule nicht ausgehalten hat. Der König begnadigt sie dann und schickt sie zurück in den Marstall. Sie ist jetzt quasi so ein Schützling des Königs. Und dann bekommen wir, oder der Großstallmeister, das haben wir auch schon in der ersten Szene erlebt, als Diane ins Kloster geschickt wurde, ist ihr irgendwie nicht gut gesonnen. Und er ist leider auch der Lehrer des Reitunterrichts und er teilt ihr den schlimmsten Hengst zu und alle sind total irritiert, weil sie so gut mit diesem Pferd zurechtkommt, weil sie irgendwie durch ihre einfühlsame Art und durch das Sprechen mit dem Pferd findet sie Zugang zu ihm und bezwingt ihn als einzige in diesem Marstall. Also keiner kommt mit diesem Pferd zurecht. Das fand ich auch eine ganz schöne Szene. Dann möchte der Großstallmeister aber ihre Papiere noch sehen, denn
sie hat zur Anmeldung keine Papiere mitgebracht und so geht das natürlich nicht in so einer Bürokratie. Und deswegen schickt er einen Raben los, der die Papiere noch abholen soll. Darauf gerät sie dann in Panik, weil dann würde das Ganze ja auffliegen. Sie findet dann mit Raphael zusammen raus, wo das Postamt ist oder dieser Postraum, wo die Raben halt ankommen, und wartet dann Tag für Tag auf diesen Raben und lugt immer wieder mal zu diesem Raum und muss halt versuchen, diesen Raben abzufangen. Ja, das sagt sie auch öfters laut und überlegt, was sie tun kann. Und dann kommt es so, dass sie eines Abends im Waschraum ist und in einer Falle liegt dort ein Rabe mit den Papieren gefangen. Und dahinter sind die Köpfe ihrer Familie hübsch zurechtgemacht, gewaschen, mit Steinen als Augen dekoriert, sehr wertschätzend irgendwo aufgestellt. Während sie dann da die Papiere von dem Raben abfröselt und sich die am Durchlesen ist und am Überlegen ist, wie sie das jetzt anstellt, das Ganze zu fälschen, denn da ist auch ein Porträt dabei von der echten Diane de Gast de Frisch, kommt Naoko mit in diesen Duschraum. Und zuerst hat man das Gefühl, die Stimmung kippt und sie fällt uns jetzt in den Rücken, aber das Gegenteil passiert, sie hilft uns. Und Naoko kann sehr, sehr gut malen und sie macht auch dann oder erstellt ein Porträt von Jan. Und sie ist dann natürlich gezwungen, sich Naoko anzuvertrauen und ihr die Geschichte zu erzählen. Sobald sie dann damit fertig sind, fröseln sie das Papier wieder an den Raben dran und lassen den losfliegen. Und der liefert die gefälschten Papiere dem Großstallmeister aus. Und dann muss sie im Büro antanzen und sie denkt, oh nein, er hat's rausgefunden. Aber im Endeffekt ist er dann irgendwie nur kurz sauer, weil sie ihn angelogen hat, dass ihre Familie schon seit den Kreuzzügen existiert, ihre Linie, das aber aus den Papieren hervorgeht, dass das gar nicht so ist. Also kein Drama, er hat nichts gemerkt. Und der Großstallmeister hat in seinem Büro eine Sammlung von Ghoul-Händen. Im ersten Moment habe ich dann gedacht, oh, ob der etwas, ob er vielleicht diese Kreatur ist, die dann nachts umherwandelt. Genau, dann geht es weiter bis Seite 335. Und zwar erfahren wir hier, dass es bei dieser Viersäftelehre, wie wir das von früher aus dem Mittelalter kennen, in dieser Geschichte hier einen fünften Saft gibt, nämlich Tenebrin. Und das ist der Saft der Finsternis. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Und dann lernen wir Surai kennen. Das ist ein raputischer Ritter, ein Abkömmling einer alten Kaste von den Hindu-Kriegern. Und der stammt aus Jaipur. Und das ist das mächtigste Königreich in Indien. Und der hatte eine Affäre mit Raphael. Wir erinnern uns, den bleichen Gothic-Jungen vom Abendessen. Das wird auch nochmal wichtig. Genau, und dieser Surai, den lernen wir kennen, weil der ist im letzten Jahr zu einem der Ritter ernannt worden. Er durfte letztes Jahr den Schluck des Königs trinken und ist in die Riegen aufgenommen worden. Und der erklärt uns jetzt mit seiner Mitreiterin, was Vampirrosen sind. Und Vampirrosen sind Blumen, die sich vom Blut der Lebenden nähert. Und sie verströmen auch den Duft des Blutes. Boah, das fand ich so gruselig. Dann sind wir mit dem Großstallmeister im nächsten Unterrichtsfach unterwegs und wir sind auf der Jagd. Also wir müssen richtig jagen gehen. Und da ist sie natürlich gut drin. Ne? Wir wissen ja vom Anfang, dass sie eine Jägerin ist, die auch für das Abendessen der Familie gesorgt hat. Und auf dieser Jagd nähern wir uns Tristan an, denn sie sind ein Team und bilden ein Team und sie sollen einen Hirsch erlegen. Und ich finde es ganz schön,
schön, denn die beiden kommen dann an den Punkt, wo sie sich gegen den Großstallmeister, gegen die Befehle des Großstallmeisters entscheiden, so ein bisschen auf Eigenregie weitermachen mit der Jagd. Und der Hirsch stürzt dann auch und ist ihnen beiden unterlegen. Sie hätten jetzt einfaches Spiel, aber Jan stimmt ihn in diesem Moment um und lassen diesen Hirsch dann laufen. Das fand ich eine echt schöne Szene. Ja, dann küssen die beiden sich auch an dieser Stelle und dann sieht er die Narbe des vierten Stands. Das heißt, werden ja regelmäßig zur Ader gelassen und daraus entsteht dann diese Narbe und die sieht er. Dann findet er aber raus, dass sie auch zum Widerstand gehört. Und er sagt auch so einen Satz, was den Hirsch, auf den Hirsch bezogen, wo man dann schon so eine Vermutung äußert, dass er dem Widerstand angehört. Ja, sie werden dann für dieses Missachten der Befehle, werden sie dann bestraft und sie werden dann im Kloster getrennt voneinander eingesperrt. Weil Jan schon einmal aus diesem Zimmer ausbüchsen konnte, sind bei ihr jetzt mittlerweile alle Fenster und Türen vernagelt. Sie hat keine Chance mehr rauszukommen. Es gibt nur einen Kamin und sie entscheidet sich dann, den Kamin nicht zu befeuern, sondern ruft und hofft, dass diese Kreatur sie hört und ruft raus, dass sie sich wünscht, dass Tristan eine ganze Woche keine Chance bekommt, sie zu verraten. Genau, und das Ganze ist deswegen eine Woche, weil dann der Schluck des Königs stattfindet. Und sie möchte unbedingt an diesem Schluck teilnehmen, weil sie sich vorgenommen hat, den König zu töten. Weil er derjenige war, der die Köpfe dann so drapiert hat, also und den eigentlichen Befehl gegeben hat, ihre Familie zu töten, ist ihr Hass so ein bisschen von Alexandre weg auf den König übergesprungen. Genau, und irgendwie scheint das was gebracht zu haben, was sie da gemacht hat, denn Tristan verschwindet spurlos aus seinem Zimmer. Das Leben geht dann erstmal ohne Tristan weiter und bei einem Training beobachtet sie Poppy und bekommt mit, dass Poppy sehr, sehr stark hustet und dann auch blutigen Auswurf im Taschentuch verbirgt. Dann geht es auch weiter mit den Unterrichtsstunden der Reiter vom letzten Jahr. Und nach dieser gruseligen Vampirrose ist die zweite Stunde mit denen Aderlass. Und das Ganze nennt sich vampirische Künste, dieses Fach. Und Jan wird es da ganz anders und da kommt Raphael ihr dann zu Hilfe und springt ihr zur Seite. Das fand ich auch eine ganz schöne Szene. Und dann haben wir in diesem Abschnitt noch eine Enthüllung von Naoko und ihrem bösen Mund. Und Leute, als ich diese Szene gelesen habe, ich habe mich so an Harry Potter im zweiten Band erinnert gefühlt, als Voldemort versteckt bei diesem Lehrer hinten am Kopf hängt. So in etwa habe ich mir das vorgestellt, als sie dann die Haare runterlässt, die ja sonst immer in so einen ganz strammen Knoten gebunden sind. Und sie lässt die runter und macht das so auseinander und dann ist da ein Mund. Oh mein Gott, und dann diese Szene, wie das beschrieben wird, als sie noch ein Kind war und gar nicht wusste, was da passiert, weil sie es ja auch nicht sehen kann, weil es ja am Hinterkopf ist. Und dann diese Nachbarskatze mit nur noch drei Beinen aus ihrem Zimmer nachts wieder weghumpelt, weil sich dieser böse Mund wohl von Fleisch ernährt. Oh mein Gott! Und dann dieses beschreibende Knirschen der Knochen und oh, das hat mich so gegruselt, also wirklich, das fand ich so gruselig und ich bin so gespannt, was wir darüber noch erfahren, ob das öfters vorkommt, woher das kommt, was das ist. Ganz, ganz seltsam irgendwie. Und deswegen hat Naoko sich halt dazu entschieden, kein Fleisch zu essen und vegan zu leben. Fand ich auch sehr lustig. Generell werden bislang immer mal wieder so Sachen eingestreut, wie zum Beispiel Denim-Stoff, also Jeans und halt dieses Vegetarier oder Vegan sein. Da waren noch so ein paar Beispiele, wo man sich denkt,
wie man das Ganze zeitlich einzusortieren hat, ne? Also da findet man so kleine Peaks zu, wo man sich fragt, Moment mal, sind wir in der Renaissance oder wo befinden wir uns gerade? Dann haben wir die vier Säftelehre, die so ein bisschen ans Mittelalter sogar erinnert. Also es ist so ein bisschen schwammig, was die zeitliche Zuordnung angeht. Genau. Dann lässt ihr aber Tristans Verschwinden keine Ruhe. Sie möchte sich schon vergewissern, dass es ihm gut geht. Und sie begibt sich dann nochmal zu diesem Kellerraum, in den sie ja von dem Ghul damals gerettet wurde quasi, und findet ihn dann auch dort und befreit ihn. Und da vertrauen sich die beiden dann auch gegenseitig an und dann wissen sie auch beide, dass sie dem Widerstand angehören. So, jetzt kommt der nächste Abschnitt. Da geht es dann jetzt weiter bis Seite 418. Jetzt haben wir ein Geständnis von Poppy. Poppy vertraut sich ihr an und erzählt ihr von ihrer Tuberkulose und sie verspricht sich von dem Schluck des Königs die Heilung der Krankheit. Denn man bekommt Kräfte durch diesen Schluck, aber der hat auch heilende Fähigkeiten. Und sie hofft halt, dass durch diesen Schluck sie von ihrer Krankheit befreit wird und ja, geheilt wird. Und deswegen möchte sie auch auf jeden Fall um diesen Schluck kämpfen. Und das ist mittlerweile so schlimm und sie hat so starke Schmerzen, dass sie auch täglich Morphium zu sich nehmen muss. Dann bekommen wir mit, dass Alexandre deswegen in Ungunst gefallen ist beim König, weil er 20 Jahre zuvor eine Anwärterin verführt hat und zur Ader gelassen hat. Und zwar war das Agatha. Und deshalb wurde er verbannt und kehrt jetzt nach 20 Jahren erstmalig wieder an den Hof zurück. Jeanne weiß ja dann jetzt von den Morphiumtabletten von Poppy und vergiftet den Kaffee, um sich einen Vorteil zu verschaffen bei den Kämpfen. Das bekommt Madame Therese aber mit, beziehungsweise sie zählt eins und eins zusammen und stellt sie am Brunnen zur Rede und dann schubst Jeanne die einfach in den Brunnen. Und die arme Frau ertrinkt im Brunnen. Erstmal wird dann erzählt, dass Madame Therese verschwunden sei. Keiner weiß dann, wo sie ist, außer Jeanne. Ja, und dann geht es los und dann fangen diese Prüfungen an. Und die sind zum Teil, oh, das war zum Teil so wirr und das war wie so ein, ja, wie so ein großes Wirrwarr und man ist so richtig im Geschehen drin und man überschlägt sich so beim Lesen, weil man einfach wissen will, wie es weitergeht. Und hier ist das Spannende eigentlich, dass vor dieser Reiterprüfung Alexandre ihr ganz schön viele Hilfestellungen leistet. Also er hat sich das wohl zu Herzen genommen, dass sie ihm da ihre Liebe gestanden hat. Und so tauscht er für dieses Reiterrennen zum Beispiel die Kandare ihres Pferdes aus und tauscht Eisen gegen Silber. Und das nennt sich dann Karussell. Das ist die Prüfung. Da müssen alle bestehen. Und das ist dann so ein wildes Durcheinander. Ich konnte mir das gar nicht so richtig vorstellen. Auf jeden Fall verwandeln sich die Pferde in vampirische Pferde und drehen komplett durch. Aber dadurch, dass er ja, die Kandare austauscht gegen echtes Silber, kann sich ihr Pferd nicht verwandeln und sie ist halbwegs sicher auf dem Rücken ihres Pferdes, weil das halt nicht so durchgeht. Genau. Die werden dann nämlich total aggressiv und beißen wild um sich und eine Schülerin wird auch totgebissen und zwei andere kämpfen darum, da noch rauszukommen und nicht totgetrampelt zu werden. Also das sind richtig dramatische Szenen in diesem Pferdekampf dann. Dann kommt die Prüfung mit diesen Schlagabtäuschen, wo sie dieses höfische Gerede üben. Und dann ist es ja so, dass sie wegen Helene fast auffliegt, weil Helene ihr Geheimnis zu kennen scheint. Und dann verrät sie Poppy, um die Aufmerksamkeit auf Poppy zu lenken und haut das mit ihrer Tuberkulose raus. Ja.
und einfach nur, um von sich abzulenken. Und da habe ich schon gedacht, puh, wir haben hier es doch mit einem ganz schönen Badass-Charakter zu tun. Das kriegt man schon vorher immer mal wieder mit. Aber das sind so Szenen gewesen, da dachte ich, boah, die geht echt über Leichen. Also da ist dieser Rache-Gedanke und dieser Rache-Durst schon so tief, vor der muss man sich in Acht nehmen. Die ist unberechenbar. So, und jetzt spoilere ich bis zum Ende. Und zwar deckt der Großstallmeister den Tod oder die Tat noch auf an Madame Therese, denn er findet eine Blume von Naoko am Brunnen, die er vorher an ihr gesehen hat. Das ist eine papiergebastelte Rose, die Naoko ihr geschenkt hat. Das Ganze überführt sie dann leider. Aber wir sind dann in so einem tiefgründigen Gespräch mit diesem Großstallmeister und wir erfahren dann, dass er dem Ghoul einen Namen gegeben hat, und zwar Orfeo, und dass die Aufständischen experimentieren mit der Unsterblichkeit und dass sie es aber leider nicht schaffen, ordentliche Vampire herzustellen, sondern sie erschaffen solche misslungenen Kreaturen wie zum Beispiel auch Orfeo. Und er, also Orfeo, frisst diese Leichen gar nicht und knabbert die Leichen gar nicht ab, wie zuerst gedacht wurde, sondern er bestattet die Opfer der Vampire und präpariert die Leichen, macht die schön, richtet die her und bestattet die dann. Total süß, oder? Dann ist es so, dass Jan und Tristan eine Revolte gegen den König geplant haben und wir auch erfahren, dass er dass Waffen versteckt sind im Schlafsaal des Königs und dass es auch bei den engsten Vertrauten des Königs Aufständische gibt. Und die beiden planen dann eine größere Revolte. Jetzt sagt aber unser Großstallmeister, dass das überhaupt gar keine gute Idee ist, so eine Revolte im Palast durchzuführen. Denn das würde nichts bringen. Im Endeffekt wären die Vampire dann immer noch an der Herrschaft. Der alte König wäre weg und es würde ein neuer König aus denselben Reihen gewählt. Also das wäre, zwar wäre der König dann schon mal nicht mehr da, aber es würde ein anderer, herzloser, böser Herrscher das Ganze übernehmen. Orfeo kommt ihr dann zur Hilfe, denn der Großstallmeister kettet sie dann in diesem Raum fest und schließt sie ein. Und Orfeo kommt ihr dann zur Hilfe und sie überwältigen den Großstallmeister, beziehungsweise sie will ihn dann töten, aber Orfeo hält sie davon ab und der möchte sich dann ja bei ihr bedanken und schreibt noch groß einen Brief mit Danke, dass du ihn verschont hast, bliblablub, und dann schließt die Orfeo da unten einfach ein. Und der arme Kerl kann ja alleine dann da gar nicht, der darf ja auch nicht gesehen werden. Der ist ja dann auch in größter Gefahr. Dann haben wir noch den Abschlusskampf im Schwertkampf. Da muss sie dann gegen Helen kämpfen. Helen ist auch im Vorteil bei diesem Kampf und schafft es fast, sie zu besiegen. Da rutscht ihr etwas ganz Dummes aus und sie gibt dem König einen Befehl. Und diese falsche Wortwahl sorgt dann dafür, dass sie vom König ausgeschlossen wird und dass somit Jan diese Runde gewinnt. Und da wurde in der Leserunde gesagt, dass das eigentlich ein total schönes so eine total schöne Message ist, dass eigentlich die Kraft der Worte mehr wiegt als so ein Kampfgefecht. Das fand ich auch total schön. Dann schaffen es im Endeffekt dann dadurch, dass sie dann da doch noch gewinnt beim Schwertkampf, sind es dann wirklich Tristan und Jeanne, die für den Schluck des Königs in Frage kommen und den dann jetzt in Empfang nehmen sollen. Die werden dann zurechtgemacht und werden hübsch parat gemacht. Und kurz vorher treffen die beiden nochmal vor diesem Raum des Königs aufeinander. Und Tristan erklärt ihr, dass seine Revolution irgendwie aber einen ganz anderen Hintergrund hat als das, was Jan eigentlich erreichen möchte. Denn so wie er das beschreibt, möchte er eigentlich nur eine neue Schreckensherrschaft aufziehen, in der seine Familie dann die Königsfamilie ist und sie dann eine ganz angesehene hohe Familie sind und
Das widerstrebt Jan zutiefst. Die ist total geschockt und ja, steht dann total perplex irgendwie da und weiß gar nicht, was sie sagen soll. Dann gehen aber auch schon die Türen der Totenkammer auf, in der der Sarg steht mit dem König. Und dann beginnt das Ritual. Und für dieses Ritual wird Jan vom König am Hals gepackt und er nimmt ihr blutiges Handgelenk in den Mund. In dieser Haltung ist sie dann, als Tristan hinter ihr aus der Wandverkleidung den Flock holt und ein Schwert. Er schlägt dem König dann den Pfahl ins Herz und Jan soll ihn köpfen. Jan holt auch das Schwert, setzt an oder holt aus und köpft Tristan. Also das war auch so eine Szene, wo ich so dachte, wow, ich meine, ich kann jetzt gut verstehen oder ich konnte sehr gut verstehen, dass das einfach überhaupt nicht das ist, wofür sie das Ganze machen möchte und wofür sie kämpfen möchte. Aber dass sie auch da so knallhart ist und dem dann den Kopf abschlägt und den König am Leben lässt, weil das wäre ihre Chance gewesen, den König zu ermorden. Das fand ich schon krass. Und dann bekommen wir mit, Jan ist dann im Krankenflügel und hat auch so Visionen und ist in so einem Traumwachzustand, sage ich mal. Und da hat sie dann eine Vision und dann sehen wir nochmal den Esstisch der Familie. Und da sehen wir dann aber auf dem Kalenderblatt die Jahreszahl 2014. Und das ist natürlich total spannend. Das schlägt dann natürlich auch die Brücke zwischen all den Ungereimtheiten, was man mit der Zeit zwischendrin so für Schwierigkeiten hatte. Das könnte der ausschlaggebende Hinweis sein. Ich bin jetzt mal gespannt, danach endet ja auch das Buch. Also wir sind dann... Wir erfahren noch, dass es ein richtiges Kampfgetümmel vor der Tür der Sargkammer gab, weil halt auch die anderen Revolutionisten dann mit am Kämpfen waren. Und wir bekommen halt mit, dass die Leibgarde des Königs sehr ausgedünnt ist. Da gab es wohl sehr, sehr viele, die der Revolution angehört haben oder die im Kampf von Revolutionisten getötet wurden. Und somit ist er jetzt auf der Suche, diese Garde wieder aufzustocken. Und hier schlägt Jan jetzt Poppy vor als Reiterin, damit sie auch den Schluck des Königs noch erhält und eine Chance hat mit ihrer Krankheit. Genau. Da bekommt man dann so eine Verkettung mit, weil Poppy war eigentlich ja auf Platz 3 gelandet und Helen auf Platz 2. Das heißt, Poppy und Helen müssten dann quasi diesen Schluck genießen dürfen. Damit hätten wir natürlich für Band 2 schlechte Voraussetzungen, denn die mögen alle Jan nicht wirklich besonders gerne. Also sie wird es da schwer kriegen, denke ich mal. Wobei sie jetzt natürlich in der Gunst des Königs ganz weit oben steht, da sie es war, die den Verräter geköpft hat. Ne? Also das ist natürlich auch ein großer Vorteil, den sie jetzt hat. Ja, und jetzt steht man so ein bisschen ratlos da. Ich bin jetzt mal gespannt. Ich freue mich jetzt auf Band 2, denn jetzt geht's natürlich los. Jetzt sind wir ja am Königshof. Jetzt wird sich auch so ein bisschen, denke ich mal, die Stimmung verändern, denn jetzt wird es höfig. Und da hatte ich mich sehr drauf gefreut, eigentlich auch schon im ersten Band. Ich wusste nicht, dass es im ersten Band erstmal mit so einer Schule losgeht. Das fand ich auch schön zu lesen. So ist das jetzt nicht. Aber ich freue mich jetzt richtig auf den zweiten Band und auf etwas Höfisches, auf vielleicht auch so noble Gesellschaften. Und jetzt bekommen wir vielleicht auch noch ein bisschen mehr von diesen politischen Sachen im Hintergrund mit, was wir ja jetzt nur kurz angedeutet hatten in diesem Gespräch im Labyrinth. Und wir bekommen jetzt vielleicht auch so ein bisschen höfische Intrigen, so à la Game of Thrones oder so mit. Ja, so episch wird es wahrscheinlich nicht, aber da freue ich mich jetzt drauf. Und ich hoffe, ich konnte jetzt hier einen guten Abriss vom Band 1 geben, damit wir jetzt gut in Band 2 starten können.
das war jetzt auch nochmal schön für mich, das Ganze nochmal aufzufrischen. Und ich habe sehr, sehr viele Vampirgeschichten in letzter Zeit so ein bisschen parallel gelesen. Und ja, das dann ist, tut es gut, wenn man sich das nochmal gesondert vor Augen führt. Denn das ist schon schwierig, wenn man im gleichen Genre mit gleichen Kreaturen liest. Das ist schon schwierig. Muss ich ja mal sagen. Ja, und das war's dann jetzt von der zweiten Folge. Ich hoffe, euch macht das neue Format genauso viel Spaß wie mir. Es kann sein, dass ich oder wenn ihr Anregungen habt, wie ich das Ganze noch ein bisschen dynamischer gestalten kann, lasst mich das gerne wissen, wenn ihr da vielleicht irgendwie Wünsche auch irgendwo habt. Ich weiß nicht, es gibt vielleicht auch Bücher, dann wird es sich vielleicht auch mal eignen, ein paar Bilder einzufügen und so. Das hatte ich jetzt bislang noch nicht. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn ich merke beim Lesen, dass das eine Reihe ist, die sich für dieses Format eignet, dass ich das vielleicht so Leser-Updates mäßig abdrehe. Also, dass ich dann auch wirklich, wenn ich bei Seite sowieso bin, euch ein Update gebe und mich dann erst wieder melden, wenn ich wieder ein Stück gelesen habe. Das ist natürlich auch eine coole Möglichkeit. Könnte ich mir vorstellen, dass wir das auch mal so ausprobieren. Ja, und dann würde ich mal sagen, schön, dass ihr dabei wart. Lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.